Hey, hier ist Ben Hübschmann, Mitbegründer von Guitar Masterplan. Willkommen in diesem Video und in diesem Video geht es um eine Zuschauerfrage, beziehungsweise in diesem Fall ist es sogar ein Schüler von unserem Rock and Metal Basiskurs E-Gitarre lernen für Einsteiger. Übrigens an dieser Stelle ganz kurze Werbung in eigener Sache. Wenn du ebenfalls E-Gitarren-Einsteiger bist und wissen willst, wie du von diesem Level innerhalb von 12 Monaten zum Bandspieler-Level aufsteigen kannst, dann ist der Kurs vielleicht auch etwas für dich. Ich stelle dir hier mal den Link rein, kannst du dir mal anschauen und kommst du auf die Website. Okay, nun aber zu der Zuschauerfrage. Und zwar lautet die Frage, welche Trainingsmethoden gibt es zur Verbesserung der Koordination von Greif- und Schlaghand? Also sprich, es geht um das Thema Synchronisation. Okay, an dieser Stelle erstmal die schlechte Nachricht, und zwar die Koordination bzw. Synchronisation von deiner Greif- und Schlaghand lässt sich nicht dadurch trainieren oder verbessern, indem du irgendwelche Songs, Riffs oder Akkorde spielst, sondern das ist eine Fähigkeit bzw. das ist eine Fähigkeit, kann man sagen, die nur durch isoliertes, ich sag mal trockenes und wirklich sehr, sehr konzentriertes Üben verbessert werden kann. Das heißt, hier geht es nicht darum, dann die mega tollste Übung zu spielen, die super musikalisch klingt, sondern das ist wirklich, ich sag mal, hartes und trockenes Trainieren. Und gerade wenn du jetzt erst am Anfang bist, ja, dann, also sprich, du spielst vielleicht nur 3 Monate oder 6 Monate, wobei das auch immer man nicht so verallgemeinern kann oder wir verallgemeinern das sehr ungerne, weil es auch immer darauf ankommt, was man innerhalb von dieser Zeit tut, dann musst du dich nicht allzu tief mit dem Thema beschäftigen, weil da gibt es erstmal noch viel wichtigere Dinge, wie zum Beispiel Akkorde, Rhythmik, gerade Rhythmik, das ist sehr wichtig, andere Techniken oder eben auch zum Beispiel deine Haltung oder andere Übungsmethoden, wie man richtig übt und so weiter und so fort. Natürlich, wenn du dir sehr hohe Ziele gesteckt hast und vielleicht der nächste irgendwie Malmsteen werden willst und sowieso Feuer und Flamme mit irgendwelchen Technikübungen bist, dann kannst du dir das Ganze vielleicht doch mal ein bisschen näher ansehen. Aber vergiss auf jeden Fall nicht, gerade wenn du noch Einsteiger bist, auch die anderen Themen nicht zu vernachlässigen, die erstmal für den Beginn wichtiger für dich sind. Allerdings, nach einer gewissen Zeit sollte sich unserer Meinung und Erfahrung nach wirklich jeder Gitarrist mit dem Thema Koordination beschäftigen, weil das ein ziemlich wichtiger Skill ist, um auch ganz einfach dein Spiel versierter und auch freier gestalten zu können. Und natürlich, viele haben auch das Ziel, einfach schneller spielen zu können. Und um schnell spielen zu können, muss auf jeden Fall deine Synchronisation zwischen deiner Greif- und Schlaghand passen. Das ist einer der wichtigsten Faktoren, um überhaupt schnell zu spielen. Okay, das ist mal zu der schlechten Nachricht. Jetzt zu der guten Nachricht. Und die gute Nachricht ist, dass es keine spezielle Übung dafür gibt. Das heißt, du musst nicht nach der einen Übung suchen, wo du jetzt genau diese Koordination, Synchronisation übst, weil dafür reicht auch eine ganz normale Tonleiter, die du rauf und runter spielst sozusagen. Und in der Regel gibt es ein einziges schwaches Glied in der Kette, das uns daran hindert, wirklich synchron zu spielen. Und das ist in der Regel die Schlaghand. Oder wenn du Linkshänder bist, ist es letztendlich deine linke Hand. Auf jeden Fall damit, wo du die Saiten anschlägst. Warum? Ganz einfach. Worauf schauen wir die meiste Zeit, wenn wir Gitarre spielen? Richtig, auf die Greifhand. Zu 99% bzw. 99% der Gitarristen schauen zu gut 95% nur auf ihre Greifhand. Was natürlich auch vollkommen verständlich ist, weil die Greifhand hat, sagen wir mal, einen viel größeren Bewegungsradius. Ja, du springst hier von einer Lage in die andere, du springst über verschiedene Saiten, greifst Akkorde und so weiter und so fort. Die Schlaghand hingegen muss ja nur Saiten anschlagen und entsprechend, also eine Saite anschlagen oder mehrere Saiten anschlagen, aber bleibt letztendlich meistens immer in einer fixierten Position innerhalb von den Saiten. Allerdings, und hier kommt nämlich genau die Sache, wo der Fehler liegt, dadurch, dass wir uns so wenig mit der Schlaghand wirklich bewusst beschäftigen, läuft sie praktisch die ganze Zeit auf Autopilot. Das heißt, so richtig bewusst wissen wir gar nicht, was sie tut. Natürlich, außer dass sie Ab- und Aufschläge tut, ja, auf einer oder auf mehreren Seiten, das macht sie, okay, das wissen wir alle. Aber die Frage ist erstens, wie macht sie die Auf- und Abschläge und
was passiert dazwischen? Okay, das sind ganz wichtige Fragen. Und deswegen ist es auch extrem wichtig, dass du dich zu einem kleinen Teil, wenn du deine Koordination verbessern willst, dich 100% nur mental und mit deinen Augen auf deine Schlaghand fokussierst und wirklich bewusst jeden einzelnen Schlag spürst oder auch jede einzelne Verspannung, jede einzelne Pause und so weiter und so fort. Nun, viele gehen jetzt her und machen dann berühmte Übungen wie 1, 2, 3, 4 ja, über das ganze Griffbrett, also irgendwelche chromatischen Übungen. Die haben auf jeden Fall auch ihren Platz und sind auch berechtigt, diese zu machen. Aber nach unserer Erfahrung müssen wir sagen, dass diese chromatischen Übungen eher mehr als Warm-up dienen oder auch zum Auflockern oder einfach auch um deine Bewegungsfreiheit zu trainieren. Und daher eignen sich aus unserer Sicht viel besser, wenn du zum Beispiel irgendwelche Skalen oder irgendwelche Läufe verwendest, um deine Koordination zu trainieren. Weil erstens sind das Dinge, die man auch wirklich im richtigen musikalischen Kontext anwendet. Und du lernst natürlich dabei auch gleich noch das Griffbrett besser kennen und allgemein diese ganzen Skalen. Und kannst das Ganze dann nämlich auch noch hinterher in richtiger Musik, also sprich beim Solieren oder beim Improvisieren, anwenden. Okay, so viel erstmal zur Theorie. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal auf der Gitarre an und ich zeige dir jetzt mal drei Übungen und letztendlich auch die einzelnen Faktoren, auf die du beim Üben in diesen Koordination- bzw. Synchronisationsübungssessions aufpassen sollst, bzw. auf die du besonders Acht geben sollst. Und zwar nehmen wir uns einfach mal die E-Moll-Tonleiter in der 12. Lage. Also sprich, das Ganze findest du übrigens auch unter dem Video zum kostenlosen Download die Übungen als PDF mit Tabs und so weiter und so fort. Also sprich, und das Ganze dann wieder abwärts. Ich habe es übrigens bewusst so langsam gespielt, dazu komme ich gleich. Also, auf was sollst du jetzt achten? Erstens, und zwar, dein Plektrum sollte sich nicht von der Gitarre irgendwie wegbewegen. Ich zeige dir mal, was ich damit meine. Mit wegbewegen meine ich, und ich übertreibe jetzt mal, damit man das Ganze etwas extrem sieht, dass wenn du eine Seite anschlägst, dass sich dein Plektrum sozusagen wieder nach oben bewegt oder irgendwelche, ich sag mal, Schaukelübungen macht. Das soll nicht sein, okay? Des Weiteren sollen alle Bewegungen so locker und so klein wie nur möglich sein. Das heißt, sobald du die Saite angeschlagen hast, bam, ich mache den Ton wieder an. Ja, sobald der Ton kommt, musst du erstens keine weiteren Bewegungen machen. Du musst dann nicht anschlagen, dann vielleicht nochmal unten und dann wieder an die Saite hoch oder was auch immer. Und du musst auch dich nicht weiter, oder musst ja nicht weiter, oder sagen wir es vielleicht mal so, du kannst danach wieder sofort alles relaxen. Also sprich, spielst die Saite, Saite klingt, danach ist es nicht mehr notwendig, irgendeine Bewegung auszuführen und du kannst dich total lockern, also in deinem ganzen Körper, in deinen Fingern, deiner Schlaghand, am Handgelenk, Ellenbogen und wo auch immer. Das ist extremst wichtig, das ist wirklich richtig, richtig hartes, konzentriertes Üben, bewusst, wo jeder Schlag und jede einzelne Verspannung gespürt werden muss. Das ist wirklich sehr wichtig, sonst kann man sich das auch im Endeffekt sparen und brauchst gar nicht erst zu machen. Und hier gebe ich dir übrigens einen Tipp, ich hole mir mal ein anderes Plektrum, wenn du ein relativ dünnes Plektrum verwendest, ja, was man hier auch teilweise biegen kann, ich weiß nicht, wie viele Millimeter das jetzt hier sind, 0,71, ja, wenn du hier erstmal die Saiten spielst, wie du siehst, das Plektrum kann man hier richtig biegen. Wenn du so ein Plektrum benutzt, dann empfehle ich dir dafür, ein härteres Plektrum ab 1 mm zu verwenden. Ich verwende zum Beispiel 1,5 mm. Dadurch hast du erstens wesentlich mehr Kontrolle beim Picken und du hast auch einen härteren Anschlag und einen kräftigeren Sound. Der mit schon letzte Punkt, ich glaube, das ist ein Punkt 4, ist, dass du das Ganze wirklich extremst
langsam übst. Und deswegen habe ich es vorhin auch so langsam gespielt, wobei das fast noch etwas schnell war. Denn du musst dich wirklich, du musst dir vorstellen, es geht dir nicht dabei darum, wirklich irgendwie Musik zu machen. Das ist wirklich konzentriertes Üben. Ich habe das schon mehrmals erwähnt, ich will dich nicht damit langweilen. Du musst das Ganze so langsam spielen, dass du wirklich jeden einzelnen Schlag, jeden Abschlag, jeden Aufschlag, jede Pause dazwischen spürst. 100%. Du musst mental voll dabei sein, mit deinen Augen auch die ganze Zeit auf deine Schlaghand schauen, das ist natürlich die Ausgangssituation, und jeden Schlag spüren und auch dich die ganze Zeit darauf zu fokussieren, auf die Punkte, die ich gerade genannt habe, sprich, dein Plektrum darf sich nicht von der Gitarre wegbewegen und die Bewegungen müssen so klein und locker wie möglich sein. Das ist hierbei wirklich das A und O. Und dieses Üben, also dieses sehr langsame, konzentrierte Üben, kann zu Beginn übrigens auch sehr schmerzhaft sein. Schmerzhaft im Sinne von, dass du mentale Blockaden bekommst. Ja, jetzt keine Sorge, wir gehen jetzt nicht ins Esoterische ein oder sonst auch immer oder was auch immer. Sondern damit meine ich ganz einfach, dass wenn du es nicht gewohnt bist, so extremst langsam zu üben, dann kann es sein, dass du einfach schneller spielen willst, dass das Ganze dich irgendwo ja, im Kopf, dass dein Kopf schneller spielen will und du damit wirklich Probleme hast. Und das am Anfang auch wirklich sehr, sehr anstrengend für dich ist. Ich meine, du musst dich sowieso schon extrem konzentrieren, aber dann noch so langsam zu spielen. Das kann sein, das ist aber ganz normal. Und hier kann ich dir einfach nur den Tipp geben, dranbleiben, weiter so machen. Mit der Zeit gewöhnt dein Körper sich daran, beziehungsweise auch deine Hände oder auch du dich selber. Und du weißt es vielleicht selber, ja, fokussiere dich hier auf das Ziel, nämlich eine verbesserte Koordination oder schnell zu spielen oder warum auch immer du deine Koordination verbessern möchtest. Und nicht unbedingt auf den Weg dahin, weil der Weg kann hin und wieder doch mal etwas steinig und frustrierend sein. Das kennst du vielleicht, wenn du schon etwas E-Gitarre spielst oder auch aus anderen Lebensbereichen. Okay, das ist also ganz normal. Gut, wie lange solltest du das machen? Es reicht völlig aus, wenn du das Ganze, dass du dir keinen Stress machst. Ja, also das musst du nicht für eine Stunde spielen, das wäre eher auch noch nachteilig, weil das einfach zu sehr auf deine Konzentration geht. Es reicht vollkommen aus, wenn du das täglich, weil das ist nämlich das Wichtige, dass du es wirklich konsistent machst, wenn du das täglich für 5 Minuten bis, ich sage bewusst, maximal 10 Minuten machst, weil rein spielerisch ist das zwar total easy peasy, aber es ist wirklich sehr, 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 sehr anstrengend für deine Konzentration. Es verlangt sehr viel Konzentration, wirklich so zu üben und hier das Maximale aus diesen 5 oder vielleicht auch 10 Minuten herauszuholen. Wenn du sagst, okay, hey, meine Vorbilder sind Paul Gilbert, Ingrid Malmsteen und hast nicht gesehen, die ganzen Shredder, du willst das wirklich so sehr verbessern und so schnell wie möglich auf ein hohes Level kommen, dann kann man es vielleicht auch für 15 bis maximal 20 Minuten machen, aber 20 Minuten ist schon wirklich sehr, sehr hart und anstrengend und ich würde auf keinen Fall dir empfehlen, das Ganze für einen längeren Zeitraum als 20 Minuten zu machen und in dem Fall würde ich dir auch raten, alle 5 bis 10 Minuten mal eine Pause einzulegen, entweder etwas anderes zu spielen oder einfach mal kurz die Finger aufzulockern, den Kopf frei zu bekommen, weil wie gesagt, das ist wirklich sehr anstrengend für deine Konzentration und ich meine, wenn du sowieso noch berufstätig bist, machst vielleicht noch Sport nebenbei, Familie, Gartenhaus, hast du nicht gesehen, dann ist es allgemein schon manchmal herausfordernd, sich am Abend dann noch mit der Gitarre hinzusetzen und konzentriert zu üben. Deswegen macht es fast mehr Sinn, es lieber richtig zu machen, vielleicht etwas weniger, ja, mehr Qualität statt Quantität, lieber für 5 Minuten, aber das dann konsistent jetzt erstmal für mehrere Wochen oder Monate. Und wenn du das dann durchziehst, dann wirst du garantiert auch entsprechende Fortschritte in deiner Koordination feststellen. Ich zeige dir mal noch 2 andere Übungen, die findest du wie gesagt auch in den PDFs, die gibt es hier unten zum Download. Und zwar wäre das einmal ein Lauf in E-Moll, da bleibst du übrigens auch in einer Lage. Das heißt, es ist relativ einfach, das mit deiner Greifhand dir das einzuprägen, damit du dich schnellstmöglich auf den Schlaghand konzentrieren kannst. Das ist ein kleines Repeating Pattern sozusagen, das kannst du dann entsprechend die ganze Zeit wiederholen, aber eben extrem langsam üben, das war jetzt wiederum viel zu schnell, was ich jetzt gespielt habe, ja, um die mal vielleicht, viele fragen immer, okay, was ist jetzt langsam, ist ja relativ, ich würde es so üben, wenn ich meine Koordination verbessern würde, okay.
das ist ein wirklich sehr langsames Tempo. Und das hast du gleich gemerkt. Zum Schluss habe ich meine Schulter ein bisschen runtergenommen, weil ich gemerkt habe, ich habe mich etwas hier oben angespannt. Ja, das sind nämlich diese Key Points, auf die du dich fokussieren solltest. Und die dritte Übung ist eine Übung auf der hohen E-Seite, beziehungsweise allgemein auf nur einer Seite. Das ist ein Lauf hier in A-Moll. Kennst du vielleicht? Und das Ganze wieder rückwärts. Ich will dich jetzt hier noch nicht mit der langweiligen Übung hier langweilen, sage ich mal. Ja, also das auch wiederum langsamer spielen. Und ganz wichtig auch, diese Übungen kannst du auch auf mehreren Seiten bzw. in mehreren Lagen üben. Auch das bringt dir einfach ganz etwas Abwechslung mit ins Spiel. Und besonders, wenn du das Ganze auf verschiedenen Seiten spielst, gerade die letzte Übung, dann ist es auch sehr empfehlenswert, das zu tun, aus folgendem Grund. Auf der hohen E-Seite, dadurch, dass sie etwas dünner ist, hast du natürlich in deiner Schlaghand ein ganz anderes Gefühl als zum Beispiel auf der tiefen E-Seite. Ja? Und das ist sehr wichtig, dass du diese einzelnen, ja, ich sag mal, Gefühle oder auch den in Anführungszeichen Kraftaufwand auch übst, sodass du auf verschiedenen Seiten das Ganze übst und entsprechend trainierst. Gut, noch was Kurzes zum Thema Geschwindigkeit steigern. Um schnell zu spielen, ist es nicht notwendig, dass du auch schnell übst. Das heißt, Ziel ist es nicht von diesen Übungen oder von allgemein diesem Koordinationstraining, sage ich mal, dass du das Ganze eine Woche langsam übst und dann so nah allmählich das Tempo steigerst. Das ist nicht das Ziel. Du kannst natürlich das Tempo steigern, aber du solltest dich mindestens zu, ja, ich sag mal 75%, oder wenn du 5 Minuten übst, dann vielleicht 3 Minuten oder vielleicht auch 4 Minuten, solltest du wirklich dich konzentrieren auf die Schlaghand, auf diese einzelnen Dinge, die ich dir gerade gesagt habe und gleich nochmal zusammenfassen werde, auf diesem sehr, 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 sehr langsamen Tempo. Okay? Ich fasse jetzt nochmal zusammen. Das war jetzt, glaube ich, ziemlich viel Input, deswegen hier nochmal eine kleine Zusammenfassung. Also, um deine Koordination bzw. Synchronisation von deiner Schlag- und Greifhand zu trainieren und zu verbessern, solltest du einen kleinen Teil deiner Übungszeit darin investieren, dich vollkommen 100% mental mit deinen Augen auf nur deine Schlaghand zu fokussieren. Okay? Das ist nur ein Faktor, um deine Koordination zu trainieren. Es gibt noch viele andere, auf die wir auch noch in kommenden Videos eingehen werden. Aber es ist ein sehr großer Faktor und ein Faktor, der von vielen vernachlässigt wird, weil viele E-Gitarristen das gar nicht wissen. Okay? Aber jetzt weißt du es. Das heißt, du hast jetzt einen Vorteil gegenüber vielen anderen E-Gitarristen und kannst damit schneller vorankommen. Okay, das ist mal Punkt 1. Dann, dein Plektrum sollte sich nicht von der Gitarre wegbewegen, ja, also irgendwelche Schwingbewegungen machen. Deine Bewegungen sollten so klein und locker wie möglich sein. Sobald der Ton klingt, kannst du deine Hand völlig locker lassen. Okay? Du musst auch nicht dein Plektrum nur nochmal irgendwo hin und her bewegen. Übe das Ganze extremst langsam und mit sehr, sehr großer Koordination, sodass du wirklich jeden Schlag, jede Verspannung spürst. Und falls du ein dünnes Plektrum verwendest, dann empfehle ich dir, ein Plektrum ab 1 mm zu verwenden. Ganz einfach, um etwas mehr Kontrolle zu haben und um auch einen definierteren Klang zu haben. Okay? Vergiss auch nicht, dass du die einzelnen Übungen in verschiedenen Lagen übst und auch auf verschiedenen Seiten, je nachdem, wo es Sinn macht. Und noch eine Anmerkung bezüglich dem Tempo, genau warum du das so langsam üben sollst. Die Problematik ist nämlich die, dass wenn du das Tempo steigerst, ab einem gewissen Tempo kannst du dich gar nicht mehr wirklich auf jede Bewegung fokussieren. Und deswegen ist es nämlich so extrem essentiell, dass du das Ganze extrem langsam übst, um eine Grundlage, eine Basis zu schaffen. Ja, wenn du irgendwelche 16. Noten auf 160 Beats per Minute oder plus 160 Beats per Minute spielst, dann ist es ist rein, keine Ahnung, ist es physikalisch oder whatever, egal. Auf jeden Fall ist es nicht mehr möglich, dich wirklich bewusst auf jede einzelne Bewegung zu fokussieren. Ja, du hast jeden Schlag, spürst du vielleicht, aber du spürst auf jeden Fall nicht mehr, wenn eine Pause kommt, weil die Pause ist so gering, dass man sie gar nicht mehr mitbekommt. Ja? Deswegen ist es auch noch so wichtig, dass du das Ganze extrem langsam übst. Und ich glaube, ich höre jetzt mal auf, das zu erwähnen, dass du extrem langsam üben sollst, weil ich glaube, so langsam wird es wahrscheinlich nervig. Und du hast die Message erhalten. Die Message ist, Frühstück, so konzentriert und langsam wie möglich zu üben. Okay? Gut.
Das war's. Ich hoffe, du hattest viel Spaß mit dieser Lektion. Übrigens in Teil 2, und es wird wahrscheinlich noch weitere Teile geben, in Teil 2 zeige ich dir eine richtig coole Technik, die nicht nur ja, an sich ziemlich cool ist, sondern mit der du auch ziemlich coole Läufe spielen kannst und die deine Koordination nochmal richtig gut fordern und auch fördern wird. Die Videounterlagen findest du, wie gesagt, unter dem Video oder wenn du das Video auf YouTube schaust, dann schau mal in die Videobeschreibung. Dort ist ein Link, dort kommst du auf unseren Blog, auf diese Lektion und unter dem Video kannst du dir dann die Videounterlagen kostenlos herunterladen. Da findest du die 3 Übungen als PDF mit den entsprechenden Tabs. Wenn du irgendwelche Fragen hast zu diesem Thema oder allgemein zum E-Gitarre spielen, dann lass es uns wissen. Wir freuen uns auf deine Nachricht. Schreib uns einfach unten in die Kommentare. Wenn dir die Lektion gefallen hat, dann gib der Lektion auch einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal, um immer über die neuesten Videos benachrichtigt zu werden. Ich wünsche dir weiterhin mega viel Spaß und Erfolg beim E-Gitarre lernen und beim Trainieren und Verbessern deiner Koordination. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Danke, dass du mit dabei warst. Rock on!